Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von unserem Kanal, also folgen gleich. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in den Itemshop vom 1.12.2019. Weihnachten steht vor der Tür. Nur noch 23 Tage. Ja, Wahnsinn. Und das Türchen Nummer 1 geht auf. Wir haben heute ein neues Itemshop. Und wir gehen direkt zum Golfschläger, weil der besser am ganzen Itemshop heute. Der Driver. Ja, Teil kriegt von mir 6 von 10. 7 von 10. 3,565 bei 18 Wurzeln, das ist am 14. April 2019 Schock gewesen, am 7 am 44 Reminders. So. Hier. Das ist geil. Für 5 von der Bier. Season 3 war das schon. Ja. Krass. Okay, das wäre gar nicht so alt, okay? Nee. Ist gar nicht alt. Ja, der ist aber auch schon lange nicht mehr drin gewesen. Müsstest du mal gucken. Ich finde es cool. 270 Tage. 8 von 10. Über wann war der das letzte Mal? 270 Tage. Ja, 270 Tage. Wann ist das denn? März? Keine Ahnung. März. 6. März 2019. So. 3,6455 bei 11 vor 2. April 2018 Schock gewesen. Seit dem 11. Mal 14 Mal das. Wahnsinn. Spezialist 10 Jahre. Oh ja, Recon Specialist. Brauchen wir nicht mehr großartig was damit zu sagen. Das ist. 4,0355 bei 104 Votes, war schon am 26. November 2017 ein Schock gewesen. Seitdem 45 Mal und 98 Reminders. So, Birdie. Birdie war aber auch, glaube ich, schon ein bisschen länger wieder nicht. 20 Tage. Das sind nur ja, 2 Monate ungefähr. Birdie für 800 V-Bucks finde ich persönlich jetzt auch nicht so toll. Also, kriegt von mir 5 von 10. 6 von 10. 3,535 bei 45 Votes, war schon am 14. April 2019 ein Schock gewesen. Seitdem 7 Mal und 36 Reminders. Und, oh, Living Large. Living Large, mega geil für 500 V-Bucks. Season 5 eingeführt worden, okay. Finde ich super cool, kriegt von mir auf jeden Fall 9 von 10. 10 von 10. Von mir 10 von 10. 4,447 von 5 bei 55 Votes, war schon am 11. August 2018 Schock gewesen. Seitdem 11 Mal und 154 Reminders. So, Hauptstadt. Oh nein, wieder das Ding. Das war aber jetzt auch schon lange nicht mehr drin. Oh, es ist grausam. Mach das weg, das tut dem Waschbären weh. Verachtet mich. Stopp, ich muss einfach was machen. Nein, mach das weg, mach es weg. Nein, schrecklich. So, also. Ja, trotzdem kriegst du von mir 8 von 10. Ich weiß ja, dass es Hammer beliebt ist. Da hast du in der gleichen Nerv, kriegst du von mir 9 von 10. 4,0555 bei 41 Votes 2017 Mai 2018 Schock gewesen, 19 Mal und 97 Reminders. Ja, kommen wir wieder zu dem Unterdrücker oben. Ja, den, da haben wir auch ein Gameplay oben in der Ecke. Kriegt von mir 8, 9 von 10. 9 von 10. 3,455 bei 46 Votes, das ist am 18. August 2019 Schock gewesen, seit 5 Mal und 33 Reminders. Und die Plasma-Klinge, Ja, Plasma-Klinge. Sieht auch cool aus. Oh, der Effekt ist auch gut. 10 von 10 kriegt die. Ja, von mir auch. Eigentlich, weil der Effekt ist halt mega geil. So, hat eine Bewertung von 4,1355 bei 16 Votes, am 18. August 2019 Schock gewesen, 5 von 6 Reminders. Hat mehrere Styles, bevor du da wegliegst. Ja, ja. Gibt es nämlich nur diesen dunklen, der sieht, der sieht auch geil cool aus. Der sieht ja geil aus. Sticker mit Blau? Ne, immer noch ein Rot. Okay. Ja, das ist ein bisschen doof, aber. Aber sie ist dran gedacht, bestimmt. Dreiecksmuster. Nee. Dreiecksmuster sieht auch ziemlich cool aus, kriegt von mir auch 9 von 10. Von mir? Hm? Auch 9 von 10, ja. 4,25 bei 9 Votes, das ist am 18. August 2019 Schock gewesen, 5,8 mal das. Und, ja, das war's. So, jetzt kommen wir zu... Ja, den hatten wir ja gestern ja, schon drin gehabt. Können wir einfach mal gucken, wie sich die Noten entwickelt haben. Oh mein 4,4255 bei 12 Uhr am 30. Also gestern Schock gewesen und 13 mal das. So, und wir kommen zu brennenden Bestie. Da bin ich auch gespannt. 4,555 bei 6 Votes und 6 mal das. Und Malice. Okay. Oh. Die glühend jetzt heißen Klingen. Erstmal Malice. 4,025 bei 111 Votes, das ist am 22. März 2019 Schock gewesen, seit dem 8 Mal und 111 Mal das. Zwischen überschlägt sich meine Zunge schon. Ja, gleich. So, und 4 von 5 bei 1 Vote in Iron Miner. So, das war geile Noten. Mhm. So, und jetzt haben wir einen neuen Skin, den Schneekugelkopf. Ja, der ist heftig. Es ist cool. Also kannst du dir eigentlich mal vorstellen, bei der ganzen Technik, die ihr heutzutage habt, ja, und mit, was weiß ich, Fortnite und diesem und jenem, dass wir als Kinder noch davon begeistert waren, wenn wir so eine Schneekugel in der Hand hatten, haben die geschüttelt. Ja, ich auch. Die mag ich heute auch. Ehrlich, magst du die heute noch? Ich mag die heute noch. Zeig mal hin. Ich fand die schon immer so cool. Gerade die hier, die cool. Die, bei mir waren immer so, da kann ich mich kaum noch erinnern, ich hatte so viele gehabt. Viel zu viele. Ich habe damals so unfassbar viele gehabt. Ich habe auch letztes Jahr noch eine gehabt. Ich hatte selbst keine.
Warum nicht? Aber die Oma hat eine gehabt. Und wenn ich bei der Oma zu Besuch war, dann war ich immer begeistert, wenn ich mit der Schneekugel spielen konnte. Ja, das ja, weiß gut. Ich noch. So war das bei mir nicht gewesen, aber ich war immer glücklich, wenn ich so eine Schneekugel hatte. Ich fand die cool. Ich fand die immer cool. Ist schon verrückt, dass sowas Altmodisches noch faszinieren kann. Ne? Nee, das ist. Die Sache ist ja, sieht einfach extrem gut aus. Und das wird auch in den nächsten 30 Jahren sich nicht verändern. So, das ist immer noch cool. Schreibt mal in die Kommentare rein, wer von euch... Da machst du einfach da oben eine Abstimmung. Ja, wer von euch mag denn in echt eine Schneekugel? Oder wen fasziniert das heutzutage noch? Seid auch mal ehrlich. Mich. Also wirklich, jetzt nicht... Ist auch nur, geht ist sowieso darum, alles, ob man cool ist oder nicht, ist alles anonym. Ist sowieso anonym, ja. Also kann ich mal reinschreiben. Ich finde die cool. Go for Schneekugel. Ja, genau. Ich finde die cool. Ich auch. Ich hol mir dieses Jahr wieder ein. Hast mir doch so gute Idee gemacht. Ich hol mir dieses Jahr wieder ein. Ja. So. Ja, was gehen wir denn mit dem Ding? Also allein schon für die Nostalgie gibt er von mir 10 von 10. Ja, von mir auch. Das ist eigentlich ziemlich klar. Ja. So, und dann eine Benotung von 4,67 von 5 bei 3 Votes und 13 Reminders. So, jetzt bewerten wir den Idolshop und der Idolshop ist einfach geil. Hammer. Deswegen, der kriegt von mir einfach... Brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Life, I love it, ne? So, ja. Einmal hier love it. Hammer, ja. Unter 1049 love it, 825 it's mehr. 1666 Hateds. Passend zum teuflischen Set. Ja, genau. Mhm. So, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert unseren Kanal, use unser Support Creator, kurze Folge, der steht dir vor, schaut auf unseren Instagram-Kanälen vorbei, würde ich sagen, bis dahin rein und tschüss.